Das ist auch schön, ne? Damastklinge auf der Schneide, ein anderer Damast nochmal. Griff aus Kastanie und dann schöne Dremelarbeit. Super griffig. Mann, da sitzt eine Weile dran. Verzierte Zwinge. Sehr aber schön. Die vom ihm sind auch super da. Die sind doch toll. Ja, die sind echt einfach. Ja, taugt was. Ja. Da kannst du alles reinstecken. Ja. Kannst Taschenlampe neu machen, kannst du ein anderes Messer neu machen. Ja. Oh, danke schön. Ich mach damit Schneide. Ich kann nicht schneiden damit. Das ist nur, weißt du, ist nur ein Prototyp. Glaube ich noch Mosaik. Ja, schönes kompaktes. Mosaik steht gleich mal. Das hast du auch noch nicht gesehen. Nein. Mit Zebra. Was ist das? Da unten lagen Damast. Also nicht nur eine Damastklinge, sondern nochmal zwei verschiedene Damaststahlsorten. Wenn du das obere Material zum Schneiden mit Nickel, das ist nicht so. Deswegen unten. Das ist einfach ein Lagendamast. Das sind 480 Lagen, hat er gesagt. Drei. Ja, aber. Auf jeden Fall. Das war das Schönste. 480 Lagen. Und oben nochmal schöne Deko-Damast drüber und so ein bisschen, ne, stabilisieren, weicherer Stahl. Da macht eigentlich große Mühe, aber der hat das Ding gehabt, der hat mich an die Schule gereist. Alter Scheiß. Das sieht schon sehr cool aus. Das liegt wirklich gut in der Hand. Und das ist jetzt irre. Mit der Maske oder was? Ja, ja, so, haben wir hier noch eine ganze Batterie Barkies dabei. Das sieht ja auch stark aus, ne? Ich glaube, Wüsteisenholz, vorne Carbon. Kleines Gunny, dazu mein Gunny Vortex. Da sieht man erstmal den Unterschied zwischen Gunny und Gunny Vortex. 11,8 cm habe ich mir jetzt gekauft, geht bis German Edition vom Gunny. Gunny Vortex. Ja, was ist mit dem? Ist das besser? Ja, logisch, ist das ganz anders. Ja, das Bravo 1.2. Und da wusste ich noch nicht, ob ich mich für das Bravo entscheiden soll oder für das Gunny Vortex. Haben wir mal beide besorgt. Aber ich glaube, das ist zu hardcore, die Kraftstoffe da gehen. Das wäre was für meine Sammlung. So was wäre was für meine Sammlung. Ja. Das kleine Mini-Kepper. Was war das? Das Savannah. Ritchie, wie heißt das? Das oder war das? Das ist der Audi. Das ist geil. Nicht Buschkraft, aber das ist sehr schön. Ich finde das. Oh ja, irgend so ein Jäger halt, ne? Guck mal, da kann man auch zweifach und schwarz und rot. Das haben wir gerne die Messer präsentiert. Und was ist, warte mal, was hältst du von... Warte mal. Erik, hier, komm, kannst du ja noch reinschauen. Da, guck mal, was wir noch haben da. Das haben wir heute für den BFG mitgenommen. Das kann er dann bei mir ins Auto reinhauen. Weißt du, guck mal hier. Guck mal, ist auch alles noch. Packen wir nachher. Ja, wir machen alles nacheinander. Alles nacheinander anschauen. Das ist Baumschirm. Ja, das ist gut von der Hand. Ich rechne gleich Finger hin. Ja, das ist. Hallo, kommt jemand? Da haben wir schon ganz viel. Außer nicht. Da machst du diese Feder, aber finde ich sowas von geil. Schön macht. Wunderschön. Ja, natürlich. Ich bleibe jetzt schon mal schützen. Und sei ein Ehre. Und der Feder? Diese Feder? Ja, also Zebra. Warte mal, Feder gibt es auch. Hast du Feder gesehen? Habe ich auch gesehen, aber das gefällt mir. Das sieht eben aus wie Feder, wie Zebra. Zebra halt auch nicht. Das ist auch Rinde drin. Das ist Rinde. Ja, aber sieht trotzdem aus wie Feder, steht es drin. Und das ist, was vom Griff her fällt mir das halt tausendmal besser, weil das passt in die Hand rein. Guck, da steht der kleine Fingerschmied versorgt von meiner Hand her. Und das ist nur schön. Wenn du sagst, das sieht reicht. Aus, das sieht aus wie Feder, nicht wie Zebra. Also mal Feder sieht anders aus hier. Aber für mich sieht das eben aus wie eine Feder. Guck doch mal eine Faltenfeder an oder Dingsfeder. Wie das Messer aussieht. Wunderschön. Das ist für mich wow. Aber dir fehlt der Finger gerade. Nein, das reicht nicht. Das reicht mir. Sag mal, da hast du die Hand drin. Ah, hier meinst du? Ja, ja, das reicht. Hast du noch so die Rillen, die Griffmulden drin. Ja, das reicht. Und hast einen schönen. Ja, gut, normale Fingermesser. Mit dem anderen geht es nur so eins über und dann bist du mit dem Finger drin.
das Messer ist schon geil. Und das ist die draußen die Feder und nicht mit Zebra, Entschuldigung. Wie die es nennen, soll ich. Nee, mit Zebra sieht es gut aus. Nee, das ist eine Feder, wenn du das ist so richtig noch. Richtig ja, geil, das ist richtig geil. So ein Messer in meiner Sammlung wäre genau das, was mir fehlt. Das ist schönes. Eine schöne Schleifkerbe, das gefällt mir. Ohne Schleifkerbe, ja. Das mag ich bei dem Pogo nicht so. Ich brauche eine Schleifkerbe. Ja. Jesus. Aber das liegt gut in der Hand. Ja. Perfekt. Eben, das ist das. Und da ist der kleine Finger mit versorgt. Und für mich ist der kleine Finger wichtig. Wenn der kleine Finger über dem anderen hin durchhängt, ist das nichts. Das ist Feder. Ja. Aber dieser Schwung ist doch auch von den Fingern. Gut, das ist doppelt. Du kannst es nehmen, wie du willst. Das Messer ist geil. Und die Scheibe und so, das Messer ist geil. Und da ist was in der Hand. Ich habe letztens, hat er mir auch ein Foto geschickt. Eine Feder. Und da ist so eine Rinne. Ich habe zuerst nicht gesagt, ein Foto siehst du es nicht sofort. Habe ich gesehen. Das ist extra für mich aus D2. Ja. Großarms, großer Auftrag, ganz lang. Dieses kleine, oder? Das wollte ich Maria in die Hand geben, was die sagt. Ah, das ist aber ganz noch viel kleiner wie das vom letzten Mal. Naja, ja, viel nicht. Ja, aber etwa. Also für mich war es jetzt zu klein. Es ist ein Name, der das entwickelt hat. Das ist von Großarms. Das ist Großarms, ja. Ah, da sieht man es, ja. Wir gehen mit denen in den Schatten. Schlecht. Normalerweise 107er Stahl, dieser russische. Aber für mich machen die D2. Das ist super. D2 machst du nichts. Jetzt muss man doch sehen, was du da dabei hast. D2. So geht das ja nicht, gell? Das ist ja cool. Was ist das? Da kannst du sogar noch ein Ding raushebeln D2. Aus dem Baum. Nee, das ist einfach für mich ein Universalrettungs-Allzweckmesser. D2 Stahl funktioniert. Und aber schön scharf geschliffen. Manchmal, ich habe jeden Tag ein anderes Messer. Wie viel hast du denn insgesamt? Ich habe ihn heute schon gefragt. Er hat mal 600 oder 500 gehabt, jetzt hat er nur noch 100. Und du? Ich hab vielleicht. Ich habe drei Kinder. 60 Stück, 60, 70 Stück. Früher habe ich mehr gehabt, alles verkauft. Irgendwann. Ja, ich habe auch nicht mehr ganz so viel. Das sieht gut aus. Hast du letztes Jahr auf der Messe gekauft, gell? Ja, das ist also gut in der Hand. Das ist einfach, das verlierst du nicht. Das ist ein guter Feiler. Alles. Gefährlicher Mann. Nein, ich habe noch keinen was getan. Gut, Brille, da braucht kein Messer. Nicht ohne. Das ist jetzt schon die vierte wieder. Das ist jetzt schon die vierte Zecke. Zeckenalarm hier. Hat sie schon gebissen oder was? Ja, ist schon drin. Ja, aber die ist ganz klein. Ja, ist mini. Aber es ist jetzt schon die vierte in ein paar Tagen. Das ist die magisch an. Ich habe noch nie eine gehalten in den Menschen. Hast du es gespürt oder hast du es gesehen? Ja, ich hab's jetzt gespürt. Jetzt juckt spürt man das? Ich spüre es immer, wenn es juckt. Achso, ich habe noch keinen. Aber das ist mal kein Pickel, das war doch Zecke. Hast du recht, dann wird ich habe so eine Brille angezogen. Aber das ist jetzt schon die vierte in zwei Tagen. Hier eine am Bauch, in den Oberschenkel und da, jetzt muss ich also sprengen. Weißt du, wo ich mal eine hatte? Hier unten. Das habe ich so einen Scheißspiegel unter der Arschhebe und dann versuche das zu ziehen, mit Lesebrille. Aber es ist gegangen. Aber ich habe glaube ich einen Schuss gebraucht. Nachdem ich die Zecke hatte am Oberschenkel, habe ich auch über den Spiegel geguckt. Das ist es ja nicht und die Frau ist nicht da. Kann keiner schauen. Ja, das ist blöd. Ja, halt mal so. Der auch immer diese Fichte. Doch, also ich bin so weit. Na, knapp drüber. Ja, aber der hat es getroffen.